Moin Moin, heute werden wir eine Philips Senseo entkalken und reinigen, damit ihr auch wieder den bestmöglichen Geschmack aus eurer Maschine beziehen könnt. Wir nehmen heute die Voldoclean Entkalker-Tabs und diese schmeißen wir in ein Gefäß mit ca. 750 ml Wasser. Das Wasser sollte mindestens 45 Grad warm sein, so lösen sich die Tabletten am besten auf. Diese Tabs sind genauso gut wie unser Flüssigentkalker, aber für Leute, die vielleicht nur eine kleine Abstellkammer haben, für die ist es genau das Richtige, denn diese Tabs nehmen nur sehr wenig Platz in Anspruch. Das Auflösen der Tabletten wird ungefähr 2-2,5 Minuten dauern und das Ganze könnt ihr beschleunigen, wenn ihr ein bisschen umrührt. Jetzt nehmen wir uns die fertige Entkalkungslösung und füllen das in den Wassertank. Diesen bauen wir dann wieder zurück in die Maschine. Dann nehmen wir uns den PET-Halter für eine Tasse, nehmen uns einen gebrauchten PET, den wir vorher gut ausgespült haben, und legen ihn drauf. Jetzt schalten wir die Maschine an, dass sie vorheizen kann. Sobald der Power-Button aufhört zu blinken und durchgehend leuchtet, ist die Maschine betriebsbereit. Wir nehmen uns jetzt einen Behälter mit mindestens 1 Liter Fassungsvolumen und stellen das unter den Auslauf. Dann drücken wir die Taste für 2 Tassen und die Maschine fängt an zu entkalken. Diesen Vorgang werden wir jetzt so oft wiederholen, bis der Tank leer ist. Es gibt auch die Funktion, dass man die 1-Tassen-Taste und die 2-Tassen-Taste gleichzeitig drückt. Dies führt bei dieser Maschine allerdings nur dazu, dass der Tank entleert wird. Und das ist hier nicht zum Entkalken geeignet. Wenn der Power-Button jetzt schnell blinkt, heißt das, dass der Tank leer ist. Deswegen kippen wir jetzt das benutzte Wasser weg und füllen nochmal 750 ml frisches Wasser ein. Und jetzt wiederholen wir praktisch die gleichen Schritte wie bei der ersten Entkalkungsphase. Der einzige Unterschied ist hier allerdings nun, dass wir den 1-Tassen-PET-Halter nun gegen den 2-Tassen-PET-Halter austauschen und den PET wieder drauflegen. So wird dieser PET-Halter dann auch gleich mit entkalkt. Zu diesen Entkalker-Tabs gibt es natürlich noch die anderen Varianten in unserem Shop. Da haben wir zum Beispiel den Flüssigentkalker mit Farbindikator und anhand dieser Farbe könnt ihr nach der Entkalkung sehen, wie stark eure Maschine verkalkt war. Dann gibt es da noch den Standard-Entkalker und die zwei Phasentabs, die euer Gerät noch zusätzlich vor Korrosion schützen. Und die Links zu den ganzen Entkalkungsprodukten, die haue ich euch unten in die Beschreibung rein. Wenn diese zweite Entkalkungsphase nun auch beendet ist, dann nehmen wir uns die Behälter und spülen die einmal gründlich aus. Und den Wassertank füllen wir jetzt einmal mit frischem Wasser bis zur Max-Markierung. Nun stellen wir den Wassertank in die Maschine und nehmen den gebrauchten PET raus. Dann nehmen wir uns den Behälter, stellen ihn wieder unter den Auslauf und jetzt spülen wir das Gerät einmal mit Wasser aus. Diesen Vorgang machen wir genauso wie beim Entkalken. Wir drücken auf die 2-Tasten-Taste und das machen wir so lange, bis der Tank wieder leer ist. Und zwischen diesen Vorgängen werden wir auch nochmal die PET-Halter tauschen, damit auch beide ausgespült werden. Wenn der Spülvorgang jetzt beendet ist, dann leeren wir einmal die Behälter und kommen zum nächsten Schritt der Reinigung. Und bevor wir das machen, nehmen wir das Gerät erstmal vom Strom. Hier fange ich jetzt an und nehme erstmal alle abbaubaren Teile ab. Danach nehme ich mir einen feuchten Lappen und wische die Maschine erstmal aus. Und für die Ecken und Kanten habe ich mir nochmal einen kleinen Pinsel zur Seite gelegt. Wenn ihr auch an Reinigung in anderen Gebieten im Haushalt interessiert seid, dann lasst doch ein Abo da, drückt auf die Alarmglocke und beim nächsten Video seid ihr informiert. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und wenn ihr Fragen habt, schreibt das in die Kommentare, wir antworten dann. Und jetzt kommen wir nochmal zur Reinigung des Sprühkorbs, hier müsst ihr wirklich gut sauber machen, denn hier sammeln sich ja Kaffeeöle und Kaffeefette und das kann nach längerer Zeit den Geschmack eures Kaffees negativ beeinflussen. Bei der Dichtung müsst ihr allerdings ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht verkantet oder ihr die aus Versehen darunter drückt, weil dann läuft das Wasser nämlich am PET vorbei und das will ja keiner. Und für die Leute, die sich einen Schritt weiter trauen, ihr könnt hier den Sprühkopf mit der Inbusschraube einfach losschrauben und dann könnt ihr nochmal etwas ausführlicher reinigen. Und das wäre auch der beste Weg, wenn man mal diese Dichtung erneuern will. Und die Teile, die ich abgebaut habe, die tue ich einfach in die Spülmaschine und lasse sie das nächste Mal mit reinigen. Und diese Reinigung insgesamt, die würde ich eigentlich am Wochenende immer durchziehen, dann kann man das auch mit der Spülmaschine machen. Und die Entkalkung, die würde ich alle 2 Monate bei einem Einzelhaushalt machen. Je nach Wasserhärte und Person im Haushalt muss man das natürlich dann etwas früher machen. Und zum Schluss bauen wir die Sachen natürlich wieder zusammen. Und weil wir uns so viel Mühe gegeben haben, gibt es jetzt erstmal einen leckeren Kaffee danach. Und jetzt bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.